Wenn es um Comics und Superhelden geht, handelt es sich meist um die zwei größten Parteien in diesem Universum. DC und Marvel. Kaum eine andere Marke, die sich mit Superhelden und Comics rumschlägt, kann wohl behaupten, so lange schon dabei gewesen zu sein, wie diese beiden Verlage. DC und Marvel gab es tatsächlich schon, als Nazis noch bei uns geherrscht haben. Auch wenn sie da einen anderen Namen hatten. Der Einfluss dieser beiden ist so enorm stark gewesen und hat uns auf einer anderen Art und Weise geprägt, sodass sie selbst heute noch permanent in unseren Köpfen schwirren. Man könnte sogar behaupten, dass sie zu dieser Zeit wohl am beliebtesten sind wie noch nie zuvor. Denn wir leben im 21. Jahrhundert und jetzt gerade sind Superheldenfilme so sehr im Trend wie noch nie. Doch wenn wir uns mal den Erfolg der letzten Jahre von DC und Marvel anschauen, fällt natürlich relativ stark auf, dass DC neben Marvel extrem absteht. Vor allem natürlich, wenn es um Filme geht oder sogar um Games. Doch das Ganze liegt nicht daran, dass DC nichts Interessantes zu bieten hat. Ganz im Gegenteil. Langsam aber sicher holt DC nämlich Marvel wirklich ein. Und das auf einer komplett wirklich anderen Art und Weise. Wie DC also Marvel langsam wirklich in den Schatten stellt und was Marvel sich als Beispiel bei DC nehmen könnte, das werden wir uns heute vornehmen. Vergesst auf gar keinen Fall, den Kanal ein Abo dazulassen, um auch zukünftige Videos rund um Comics, Superhelden und vieles mehr nicht mehr zu verpassen. Für ein ganzes Jahrzehnt hat Marvel Studios jetzt schon die Kinolandschaft regiert. Das haben sie mit ihren Superheldenfilmen getan und das Ganze hat angefangen mit Iron Man, der die ganze Welt natürlich überrascht hat und zeigte, man kann Superheldenfilme auch richtig gut machen. Marvel Studios hat natürlich richtig auf diesen Riesenerfolg reagiert und diese ganze Wunderformel weitergetragen und viele verschiedene Helden im Laufe der Jahre auch auf die große Leinwand gebracht. Und das mit mega viel Erfolg. Das beste Beispiel, dass diese Wunderformel von Marvel Studios einfach perfekt geklappt hat, war natürlich Avengers Endgame, der tatsächlich zu dem erfolgreichsten Film aller Zeiten geworden ist. Wenn ihr euch zum Beispiel die 15 beliebtesten Filme aller Zeiten anschauen möchtet, findet ihr ganze 5 Marvel Studios Filme in denen. Das Ganze hat DC natürlich auch direkt mitbekommen und wollte auch auf den riesigen Hype-Train springen, da sie ja wissen, dass sie auch genügend ikonische Helden hätten, die sie verfilmen könnten. So hat sich DC aufgemacht, ihr eigenes DC-EU zu erstellen, was ein Äquivalent zu dem MCU sein sollte und sich einfach nur auf die DC-Charaktere fokussiert. Und das ist wohl das kontroverseste Filmuniversum, was bis jetzt existiert. Obwohl man auch sagen kann, dass die größte Prozentzahl definitiv aussagt, dass diese Filme einfach grottenschlecht sind. Die größten schwarzen Schafe sind hier Batman vs. Superman, Suicide Squad und der kurz darauf folgende Justice League. Weshalb die Filme nicht wirklich gut waren, hatte mehrere Gründe. Die Filme an sich waren wirklich nie etwas Besonderes und konnten nicht für sich alleine stehen. Sie hatten noch nicht mal ihre eigene Identität herausgefunden und wollten etwas ganz Großes herbeizaubern, was für sie steht. Leider ist das ziemlich gefloppt, denn Justice League hat knapp 100 Millionen eingenommen, was weitaus unter der Einschätzung von Warner Brothers liegt. Sie hatten erwartet, mit Justice League einen riesigen Hit zu generieren, wie es auch Avengers tat. Doch da haben sie falsch gedacht. Man wollte einfach zu sehr Marvels Erfolg kopieren, weil man sich gedacht hat, wow, Superhelden funktionieren, wir machen es genauso wie sie und verdienen damit einen dicken Sack Geld. Doch das hat nicht funktioniert mit ihren Charakteren. Sie sind nämlich so weit gegangen, dass Charaktere wie Batman komplett ihren Einfluss verloren haben und dieser Charakter nun etwas darstellte, was überhaupt nicht für ihn sprach. Einer der Gründe, weshalb diese Filme auch ein riesiges Chaos waren, war auch, dass sie einfach tausenden Änderungen unterzogen wurden, sodass es das Marvel-Publikum eher anspricht. DC hat sich einfach nicht auf ihre eigenen Stärken verlassen. Und auf einmal damit anzufangen, dass DC-Charaktere Marvel-Charaktere resemblieren, ist eine komplett falsche Entscheidung. Grundlegend spricht ja nichts für Neuinterpretation. Jedoch sollte man den Kern der Charaktere und der Geschichten immer noch respektieren. Die meisten von uns wissen sicherlich, wie Marvel und DC differenziert werden. Während Marvel perfekt Superhelden-Spektakel darstellen kann, die sich selbst nicht zu ernst nehmen, hat DC viele Charaktere und Geschichten, die vor allem auf den Helden selbst bezogen sind und auf dessen tragischen Ereignisse eingehen können. Marvel und DC so zu generalisieren, dass Marvel einfach viel heller gestaltet ist und DC dunkler, ist zwar etwas oberflächlich, aber stimmt eigentlich im großen Ganzen. Und genau das macht DC nochmals so viel interessanter, da es uns meist einen genauen Einblick in die Psyche der verschiedenen Charaktere gibt. Und genau das hat DC endlich eingesehen. Zwar hat es wirklich lange gedauert und es war ein holpriger Weg, aber Warner Brothers hat es wirklich geschafft, dass die kommenden DC-Filme mit einer meiner höchst erwartesten sind. Ein Beispiel dazu wäre natürlich der Joker-Film, der definitiv als Katalysator dieser riesigen Wendung gilt. Zum ersten Mal hat sich Warner Brothers wirklich getraut, mit seinem DC-Eigentum etwas Großes zu schaffen.
Und das haben sie eben so gemacht, indem sie sich entschieden haben, sich für einen spezifischen Charakter zu entscheiden aus ihrem riesigen Archiv und den Fokus auch wirklich auf diesen zu legen und nicht auf das große Spektakel, was um den Film herum passieren könnte. Auch hat dieser Film keine Bepflichtigung, irgendeinen neuen Film zu promoten. Er kann wirklich für sich alleine stehen und man erlaubt auch wirklich die Vision des Directors auch hier umzusetzen. Ohne dass irgendein Producer meint, sein Werk vermasseln zu können oder zu verändern, damit es besser beim Publikum ankommt. DC ist es endlich egal, was Marvel macht und zieht ihr eigenes Ding durch und versucht neue Sachen zu erfinden. So werden wir auch zum Beispiel im gleichen Stil wie Joker einen richtigen Batman-Film bekommen, der meiner Meinung nach mit Robert Pattinson die wohl beste Darstellung von Batman sein wird, die man je im Kino gesehen hat, für mich persönlich. Des Weiteren gibt mir nicht nur das Casting extrem Zuversicht, sondern auch der Director selbst, Matt Reeves, der wirklich mit seinem ganzen Herzen hinter diesem Projekt steht. Wenn ihr ihn einmal zuhört, dann werdet ihr so viel Vertrauen in dieses Projekt haben, sodass ihr keine Zweifel mehr habt, dass der Film nicht geil wird. Das gleiche gilt natürlich auch für James Gunn, der Suicide Squad macht und auch komplette kreative Freiheit für diesen Film bekommt. Für meine Marvel-Fans hier, James Gunn ist der Director von Guardians of the Galaxy, weshalb sicherlich ihr auch diesen Film mit Freunden erwarten könnt. Das Gute an den ganzen kommenden Filmen ist einfach, dass sie alle existieren können, ohne dass es einen Störfaktor geben muss oder dass man diese eine Geschichte mit einer anderen Geschichte verbinden muss und so irgendwelche Änderungen in der eigentlichen Story stattfinden. Klar, Marvel meistert das wundervoll und sowas sehe ich auch weiterhin gerne. Jedoch möchte man manchmal auch wirklich Projekte sehen, in dem der Fokus wirklich komplett nur den Charakter selbst gibt und die nicht darauf getrimmt werden müssen, dass wirklich jede Altersklasse sie schauen kann. DC versucht auch nicht mehr alles ordnungsgemäß zu strukturieren. Im Gegenzug dazu benutzen sie jetzt einfach das Multiversum in ihren vollen Zügen. So kann es eben wirklich passieren, dass ein Flash von den Filmen auf einen Flash auftritt, der in der Serie spielt oder dass auf einmal Ben Affleck Batman und der Batman, der von Michael Keaton gespielt wird, der Jahrzehnte alt ist, auch aufeinandertreffen. So ist es einfach extrem cool und sowas möchte man sehen, wenn man doch auch die Möglichkeit dafür hat. Solche Crossover sind jetzt möglich und werden auch kommen. Genau deshalb bekommen wir jetzt so vielfältige Geschichten, weil sie einfach die Barrieren aufgelöst haben. Und da gibt es auch noch eine Sache, die mir vor allem dieses Jahr aufgefallen ist, die ich mir auch wirklich von Marvel wünschen würde. Denn wie wir alle wissen, war dieses Jahr nicht ein allzu schönes für Marvel-Fans. Alle Filme wurden verschoben und wir müssen Ewigkeiten auf die neuen Trailer von Falcon and the Winter Soldier, WandaVision oder eben auch Eternals warten. DC hat sich jedoch etwas einfallen lassen und gesagt, hey, wir werden einfach ein neues Event ankündigen, was komplett an DC gerichtet ist und in dem wir einfach einmal im Jahr jetzt alle kommenden Projekte vorstellen, die wir haben. Und dieses Event lief einfach extrem gut. Nicht nur haben wir viele Trailer zu den kommenden Projekten bekommen und News, sondern wirklich auch ausführliche Details von den Cast-Membern, den Directern, etc. Das Ganze fokussierte sich nicht nur sogar auf die Filme, sondern auch auf Serien, Comics, einfach eben alles, was DC angeht. Sowas würde ich mir wirklich auch von Marvel wünschen. Normalerweise hatten wir ja immer die San Diego Comic-Con, in dem uns die neuen News und Trailer zu den kommenden Marvel-Filmen gegeben wurden. Diese ist dieses Jahr ausgefallen und somit sind auch die Marvel-Neuigkeiten ausgefallen. Hier wäre einfach ein kleines Event cool gewesen, was nochmal die kommenden Marvel-Projekte etwas highlightet, wie zum Beispiel Interviews mit den Directern, mit dem Cast und kleine Sneak Peeks. Ich verstehe natürlich, dass wegen der ganzen Corona-Krise die ganzen Filme verschoben wurden, als auch Serien und man möglicherweise einfach nicht zu viel zeigen möchte, weil etwas mit dem anderen zusammenhängen könnte. Doch ich bin mir vollkommen sicher, man kann Sachen hergeben, ohne etwas vorwegzunehmen. Wir Marvel-Fans verdursten, Mann. Wenn DC genauso weitermacht und wirklich weiterhin den Fans so sehr zuhört und ihnen das gibt, was sie auch wirklich wollen, dann wird DC wirklich in Kürze ebenbürtig stehen zu Marvel. Wenn nicht sogar, wird DC Marvel überschatten. Ich bin extrem froh darüber, dass DC sich jetzt langsam gefangen hat und uns allen wirklich gute Sachen liefert. Und Marvel kann sich tatsächlich von dem ganzen Geschehen bei ihnen ein großes Beispiel nehmen. Und ja, Freunde, das wär's vom heutigen Video. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Lasst es zu keinem Krieg werden, Marvel oder DC. Kommentiert einfach konstruktiv, was für Verbesserungsvorschläge ihr bei beiden Seiten hättet. Freut ihr euch auch schon auf ein bestimmtes DC-Projekt? Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um zukünftige Videos nicht zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt gut auf euch auf. Lasst es euch gut gehen. Und ich würde mal sagen, love you 3000.